Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Walt Disney Kanal. Ja, ich habe schon im letzten Video angekündigt, wo ich den dritten Teil vorgestellt habe von König der Löwen, dass ich auch jetzt ja den Blu-ray vorstelle. Ich habe ihn ja schon kurz gezeigt und jetzt mache ich ihn dann auf. Und ja, das war jetzt der letzte Film, wo ich gekauft habe. Also halt mit zweiten Teil habe ich davor bestellt, aber der ist jetzt immer noch nicht angekommen. Der müsste eigentlich, ja, der ist gestern losgeschickt worden und der aber auch, und der ist heute schon angekommen, aber der zweite kommt anscheinend erst Freitag oder Samstag ab an. Dann mache ich den halt am Freitag oder Samstag an, auf ein Unboxing. Und ja, dann fangen wir an. Das war jetzt so, dass jetzt der Teil hier, der in Blu-ray ist, der da, eigentlich nur, wo dabei war, also bei der Trilogie, ja, bei der Holzbox-Trilogie, da habe ich schon viele ein Unboxing gemacht und so. Und eigentlich war der, und habe ich den da nur immer gesehen. Aber irgendwie ist der jetzt auch da, dabei. Echt cool. Also halt, normal, ich weiß nicht, wo man den bekommen hat, in verpackt und so ohne der Trilogie, weil irgendwie, also ich hab bei Amazon, wenn man das eingibt, Diamond Edition König der Löwen 2011, kommen nur zwei Diskset, wo der normale drin ist und der Blu-ray, also der Blu-ray, ja, und der normal, ja, und irgendwie, keine Ahnung, ist mir auch nicht. Auf jeden Fall gibt es den jetzt zuzukaufen. Aber genau, der war auch in der Trilogie irgendwie immer dabei und ist irgendwie verpackt auch. Gab's bei eBay. Neu für 17, nee, für 1870. Genau, für 1870. Und ja, und in sehr guter Zustand wäre es für 17,90 gewesen, um 80 Cent habe ich da nicht lang rumgemacht, lieber in neu gekauft. Ja, und gut, dann fangen wir jetzt mal an. Diamond Edition, Blu-ray Disc, da hat auch Simba abgebildet, dann Disney, der König der Löwen, dann Nala, Rafiki, Timon und Pumba, da Blu-ray Disc, dann ab 0 freigegeben und hier so. Ja, ich mach's mal auf. Da ist ja auch Blu-ray abgebildet. So. Endlich habe ich den, weil ich wollte ihn eigentlich schon länger haben, dann habe ich beschlossen, dass ich doch nicht will, jetzt habe ich ihn, jetzt wollte ich ihn dann doch irgendwie. Und ich schaue mal von hinten an, technische Angaben, Laufzeit 88 Minuten, das könnt ihr selber anschauen, so, so sieht man es besser. Video, Audio und Untertitel. Die Extras lese ich mal vor. Also hier Disney Meisterwerk, der König der Löwen ist bis heute der weltweit erfolgreichste Zeichentrickfilm aller Zeiten. Ja, und mehr muss man da auch nicht sagen. Ich schaue auch so und mehr werde ich jetzt auch nicht weiterlesen. Und komischerweise beim neuen, also hier die Auflage von 2011, die Auflage von 2016 habe ich jetzt normal, da ich irgendwie, ja, der weltweit erfolgreichste Animationsfilm. Das weiß ich nicht, warum das da steht. Animationsfilm. Also das, dabei ist das kein Animationsfilm, das ist ein Zeichentrickfilm. Oder bei der Digibook. Das ist ja auch der erste dabei. Von der Digibook das. Wie der zweite Blu-ray von 2011. Und der dritte von 2011. Ich habe von 2016. Und ich habe schon alle drei Blu-rays da gehabt, jetzt habe ich nur einer gefehlt und ich wollte den einfach auch noch haben. Und ja, und da steht ja auch Animationsfilm, das sieht man gar nicht, der. Warte. Der Animationsfilm. Na gut. Schauen wir mal weiter an, hier die Extras. Das Erbe von der König der Löwe, der Film mit Liedtexten zum Mitsingen, interaktive Blu-ray, TM-Galerie, Vergleich Storyboard und Film, zusätzliche und erweiterte Szenen, Gags und Pannen.
Frühe Entwürfe, Making of the Morgen Report, Audiokommentar, hinter den Kulissen von Der König der Löwen mit Don Hahn und vieles mehr. Möglicherweise können vereinzelte Geräte nicht alle Filmsequenzen und Extras abspielen. Alles klar. Ich habe die PS4, da geht's auf jeden Fall. Hier neue Panels, nie zuvor gezeigte zusätzliche Szene, dann erweiterte Szene und der Morgenreport. Ja. Hier Walt Disney, Blu-ray, DTS, Dolby Digital, ja, 2011, Disney. So, dann von der Seite mal. Hier steht Walt Disney. Krass, wie klein, warte mal, ich schau mal. Ich sehe es nicht irgendwie, das ist voll klein, ne? Hier der König der Löwen, Z4 FR und der Simba hier abgebildet. Ein Blu-ray-Disc und dann noch WGW und dann noch so ein Zahlencode oder so, keine Ahnung, was ich. Ja, wie immer kein Wendecover dabei und auch kein Disney Movies in Mordzettel. Ja, ich habe auch schon bei Disney Movies in Mord gibt, dass man alles einlösen kann. Da war das, wie gesagt, auch nicht dabei. Nur andere, aber die normal, also halt die mit den Ding, wie heißt nochmal, mit normal und Blu-ray. Und bei nur Blu-ray ist, also mit dem 2-Disc-Set und da ist nicht dabei, auf jeden Fall. Schade eigentlich. Und dann, ja, gut, dann hier zu DVD. Blu-ray, der König der Löwen Diamond Edition 2011 Disney. Blu-ray hier, das Simba, Nala, Rafiki, Timon und Pumba. Ein ABC. Hier noch irgendeine Nummer, was das ist. Und ja. Endlich habe ich den neu auch noch. Echt perfekt. Ich hole den mal raus. Aha, das ist so noch. Die meisten sind es ohne das hier, ja. Also halt, dass man irgendwie so ein Teil, also ohne das zum Rein tun, auf jeden Fall hier. Keine Kratzer, klar, ist ja neu. Gut, jetzt habe ich den neu und eingepackt auch noch irgendwie bekommen. Okay. Das war es jetzt auch schon mit meinem Unboxing. Man kriegt noch eine Diamond Edition. 2011 Blu-ray. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.